Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns. Warte, du sagst immer guten Morgen, dabei kommt das Video erst um 18 Uhr. Ist egal. Okay. Aber es ist ja morgens. Können wir mal guten Abend sagen. Guten Abend und guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Channel. Heute gibt es mal ein bisschen ein anderes Video. Und zwar, ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand bringen, was eigentlich unseren Golf 3, den Grip Golf, so angeht. Wir waren zwischenzeitlich mit dem Auto schon am Wörthersee. Das heißt, das Auto fährt 2.500 Kilometer hinter sich. Technik funktioniert richtig, richtig geil. Keine Defekte. Viele haben uns wirklich bescheuert gehalten, dass wir mit diesem Auto wirklich direkt auf Achse zum Wörthersee fahren. Hat aber alles geklappt. Haben wir wirklich als Team geil abgeschlossen, dieses Projekt. Muss jetzt nur noch abgestimmt werden. Und dann können wir euch dort auch wieder auf den aktuellen Stand bringen. Das geht allerdings bisher nicht, weil wir mit den Grip-Folgen leider ein bisschen hinterherhängen. Die kommen jetzt erst in den nächsten Wochen. Deswegen kann ich auf die Technik noch nicht eingehen. Aber wir wollten seit langem bei dem Kai Mensing, das ist mein Kumpel aus Hannover, der meine Autos immer aufbereitet. Ihr erinnert euch vielleicht an den einen oder anderen Livestream, wo wir damals die Limo schon mal aufbereitet haben und so weiter. Kai hat eine neue Halle gebaut, er hat eine neue Firma und hier findet diesen Samstag seine große Eröffnung statt. Und da ich einfach möchte, dass diese Eröffnung ein Erfolg wird, weil Kai mir auch wirklich schon oft, gerade kurzfristig, viel geholfen hat, würde ich mich wirklich einfach freuen, wenn ihr am Samstag alle hinkommt. Ich bin selber auch da und wir einfach ein paar Stunden zusammen verbringen. Trotzdem wollen wir natürlich bei unserer technischen Schiene bleiben. Wir hatten lange vor, hier ein Video zu machen. Eigentlich mit der Limo. Plan war, Carbon-Türen einbauen, Limo hier hinbringen und einmal auf perfektes Finish bringen. Ging zeitlich vorm See, wie ihr mitbekommen habt, leider gar nicht. Genau deswegen habe ich jetzt sogar noch eine bessere Variante. Wir haben in der Zwischenzeit unseren Golf hergebracht. Ihr erinnert euch, dieser Golf ist erste Hand von meiner Oma. Ich behaupte mal, der wurde noch nie geschliffen und poliert. Ich bin mal gespannt, was Kai sagt, weil ich habe das Auto selber gestern gar nicht hingebracht. Das hat Joni gemacht, mein kleiner Bruder. Und ich hoffe, der Zustand ist nicht allzu schlecht, dass er bis zum Wochenende da nochmal was rausholen kann. Prinzipiell kriegt ihr heute zu sehen, wie man einen Lack, der wirklich extrem schlecht, aber original ist, einmal auf Hochglanz bringt. Und genau das gucken wir jetzt an. Aber vorher kriegt ihr noch mal einmal eine kleine Führung durch die neue Halle von Kai. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I... So, das war Kais Halle. Das ist Kai. Hallo. Für alle, die ihn noch nicht kennen, wir haben schon ein paar Mal meine Limo aufbereitet und Kombi und diverse andere Autos. Wir stellen dich erstmal einmal ganz kurz für die Leute, die ich noch nie gesehen haben, vor. Du bist schon immer in Wunsdorf und betreibst diese Autopflege, Fahrzeugaufbereitung. Seit 2014. Seit 2014. Genau. Das heißt 5 Jahre immerhin schon. Ja, jetzt im 6. Jahr fängt es jetzt halt an. Was machst du alles? Also normalerweise, was kann man bei dir alles machen lassen? Also der Kunde kann eigentlich alles haben, was er möchte. Also er kann Innenreinigung bekommen, er kann nur ganz normal Handwäschen bekommen, er kann halt komplette Aufbereitung bekommen, Kratzerentfernungen, spezielle Versiegelung, spezielle Wachse, Flüssigglasversiegelung, Scheibenversiegelung, Felgenversiegelung. Mhm. Also da das, was der Kunde im Endeffekt möchte, kann er bekommen. Alles, was mit Auto, innen, draußen, drumherum, genau, alles, was Felgen, halt sauber machen, aufbereiten angeht, außer halt lackieren, das machen wir halt nicht. Okay, sehr schön. Ja, das sollte eigentlich auch jedem soweit klar sein, was, ich sag jetzt mal, ein Aufbereiter so macht. Gibt natürlich tausende kleine Schritte, auf die wir alle liebend gerne eingehen würden. Schaffen wir jetzt eh nicht in einem Video, soll auch interessant und unterhaltsam bleiben. Deswegen werden wir uns jetzt immer nur einzelne Schritte vornehmen und werden so immer an einem Projekt immer mal ein bisschen was zeigen. Ja, du warst ja vorher hier in einer anderen Halle um die Ecke.
gar nicht so weit weg, ne? Genau, richtig in der Richtung Innenstadt waren wir. Hast dann jetzt aber diese Halle, die ihr gerade gesehen habt, hier gebaut. Genau. Coole ist auf jeden Fall schon mal eigener Waschplatz. Das wäre ja so mein Traum, schön hier im Winter beheizt Auto waschen. Ja, das hat Vorteile. Muss noch nicht mehr groß weit fahren und ja, glaube ich, das war schon auf jeden Fall ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Hm. Wann ist die Halle fertig geworden? Die ist letztes Jahr im November, Dezember rum. Mhm. Also im November stand sie. Dann war halt noch so ein bisschen Innenausbau. Also seit Januar war ich hier. Mhm. War natürlich im Januar auch noch ein bisschen Baustelle, ist klar, bist ja nie rechtzeitig fertig. Mhm. So ab Februar, Anfang Februar habe ich dann halt richtig komplett hier gearbeitet. Richtig gegeben, ne? Ja. Bei mir ist es ja schon immer so, ich habe ja schon immer wenig Zeit und weiß immer gar nicht, wie ich alles unter Dach und Fach kriege. Aber du bist ja auch jemand, der eigentlich rundum überpoliert fühlt, ne? Ja. So, ne? So aus den letzten Jahren habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Man sieht auch jetzt schon wieder, was hier an Autos rumsteht. Du machst das ja hauptsächlich eigentlich alleine. Genau. Schiebst aber trotzdem schon wirklich viele Autos durch, ne? Ja, also ich habe jetzt mittlerweile 3 Mitarbeiter jetzt schon insgesamt. Mhm. Also ich musste jetzt noch welche einstellen, habe auch Gott sei Dank endlich gute gefunden, die mir halt dann so diese Sachen wie Autohäuser oder dann halt so Kleinigkeiten mal so zwischendurch mit abnehmen können, waschen, Innenreinigung und sowas, dass ich mich dann halt wirklich konsequent auf den Lack von außen primär jetzt konzentrieren kann. Mhm. Cool, perfekt. Ist auch definitiv der richtige Weg, ne? Samstag, große Eröffnung. Genau, Samstag machen wir hier eine Eröffnung. Ab wie viel Uhr? Von 13 bis 19 Uhr geht das in etwa. Gibt halt was zu trinken, wird gegrillt. Mhm. Wir blenden genau hier nochmal kurz die Adresse ein für jeden, der vorbeikommt. Darf jeder vorbeikommen, wie er will? Natürlich jeder, gerne, so wie er möchte. Ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Also ich habe schon von ein paar Leuten aus Hannover auf jeden Fall gehört, die kommen wollen. So unser typischer Freundeskreis von Hannover Hardcore und so weiter. Denke mal, wird auf jeden Fall ein bisschen was los sein. Ne? Schauen wir mal. Also wir haben genug Würstchen da. So, jetzt zu unserem Problemfall. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, erste Hand, eigentlich noch nie poliert worden. Ist 2.500 Kilometer zum Wettersee schon wieder zurückgefahren. Hm. Wir dürfen auf die eigentliche Technik noch nicht zu weit eingehen, weil wir mit den Gripfolgen noch ein bisschen hinterherhängen und da jetzt erst ausgestrahlt wird, wie wir das Auto starten und so weiter. Hm. Aber da das Auto am See war, ist es eh kein Geheimnis mehr, dass das Ding schon fährt. Somit können wir ihm jetzt auch nochmal Glanz verleihen. Ja. Wie schätzt du dieses Auto vom Lackzustand ein? Ja gut, es ist halt ein Golf. Also für einen Golf 3, sag ich mal, ist es okay vom Alter her. Sind leider halt ein paar Teile nachlackiert, das weißt du ja. Ja. Du kriegst schon einiges raus. Also ich sag mal so, ich habe gestern halt schon mal ein bisschen ausprobiert natürlich. Ja, mal so 80-90% sind ungefähr machbar, was man rauskriegt. Mhm. Wenn dir ein Kunde das Auto so bringt, wie er hier steht, was würdest du ihm empfehlen? Also welche Wege gibt es da, die man gehen kann? Es kommt halt immer ganz darauf an, was der Kunde wirklich haben möchte und wie er das Auto natürlich benutzt. Ich sage mal jetzt in dem Fall, wenn es jetzt wirklich, als Beispiel ist jetzt ein Kunde, der sagt, okay, das Auto fährt sich nur noch bei schönem Wetter, ist halt für ihn ein Spaßding, dann kann man halt wirklich beigehen und kann halt sagen, okay, man kann entweder eine Stufe 2 oder eine Stufe 3 machen, das sind entweder 50-70% Kratzerentfernung oder 80-95%, wobei ich das aber immer so mache, ich sage, wir machen einen Termin für eine Stufe 3, also ungefähr 3-4 Tage, falls es aber mit einer Stufe 2 das gewünschte Ergebnis natürlich zu erzielen geht, zahlt der Kunde auch nur die Stufe 2, weil umso weniger Arbeit natürlich, umso weniger muss der Kunde auch bezahlen, das ist halt nur fair. Deswegen, dass man da halt immer im Vorfeld so ein bisschen rumprobiert, weil es ist halt nie gesagt, dass, ich sag mal, wenn wir uns das Auto jetzt angucken, wir leuchten den ab mit der Lampe, dass wir genau sagen können, okay, das muss definitiv eine Stufe 3 sein, weil es nicht anders geht. Das funktioniert halt nicht immer. Also du hast auch manchmal Autos, wo alles mit einer Stufe 1 sogar rausgeht. Das muss man halt immer so ein bisschen probieren, bevor man halt sich dann endgültig festlegt, was man macht. Die eigentlichen Arbeitsschritte zwischen Stufe 1, 2, 3 sind aber die gleichen, nur dass es länger dauert, oder? Nee, also es ist halt ein bisschen unterschiedlich. Also die, sag ich mal so, die Vorarbeiten sind immer die gleiche. Das Auto von Hand waschen, kneten, alles trocken machen, alles kontrollieren, alles abkleben. Denn ist eigentlich nur der Unterschied da drin, dass du halt verschiedene Maschinen, verschiedene Pads, verschiedene Politurkombinationen fährst. Ich sag mal, der Unterschied zwischen einer 2 und einer 3 ist eigentlich nur, dass du mehr Gänge mit der Rotor fährst, um halt dann mehr Kratzer rauszuholen. Das ist eigentlich der hauptsächliche Hintergrund dafür. Ich würde sagen, in unserem Fall, heute fangen wir einfach mal mit dem, ich sag jetzt mal, schlimmsten Teil an. So, man sieht ganz gut so, wie das Seitenteil schon so ein bisschen anfängt matt zu werden. Wie gehen wir da vor, um das jetzt wieder auf Hochglanz zu bringen?
Wir fangen jetzt hier auch erstmal mit der Rotation und Schleifpaste an. Das heißt, es wird richtig geschliffen. Genau, es wird jetzt halt richtig Temperatur reingebracht. Dann schauen wir, wie das wird nach dem ersten Gang, eventuell vielleicht noch ein zweiter oder dritter Gang. Das heißt, es ist richtig matt? Nein, es wird nicht matt. Mhm. Also du polierst halt jetzt, die Paste machst es nicht matt, also nicht so, als wie wenn du es jetzt mit Papier anschleifen würdest, das jetzt nicht. Du polierst es jetzt halt schon glänzend. Ich gucke dann halt nur zwischendurch nach, wie verhält sich das mit den Kratzern. Mhm. Gehen jetzt beim ersten Gang schon so viel Kratzer raus, wie wir haben wollen, oder müssen wir halt den zweiten, dritten Gang fahren, um halt mehr Kratzer rauszuholen? Weil du musst ja den Klarlack auf das tiefste Niveau praktisch gesehen vom Kratzer schleifen. Mhm. Du füllst das ja nicht auf, du trägst es ja ab und musst es halt langsam runterschleifen, damit du halt nicht durchschleifst irgendwann. Mhm. Ich würde sagen, genau da fangen wir jetzt einfach mal an. Okay. Ich muss auf jeden Fall erstmal schon mal Lob aussprechen, dass du scheinbar alles abklebst immer, ne? Ja, halt gerade solche Sachen wie halt Zierleisten oder unlackiertes Plastik oder Gummileisten, das kleben wir halt immer ab, weil wenn du halt wirklich jetzt hier mal mit dem Pad irgendwie falsch rankommst, entweder hast du es halt, wenn es unlackiert beim Kunststoff ist, hast du gleich halt hier diese weißen Stellen halt vom Pad drin, kennt man ja, oder halt wenn du auf lackiertes falsch rankommst, kann auch sein, dass der Lack gleich wegkommt. Mhm. So die Kanten hier klebe ich halt deswegen so 1-2 mm ungefähr ab, weil wenn du mit dem Pad halt auf die Kante, wenn das die Kante ist und du fährst mit dem Pad da so ran, da ist der Lack halt am dünnsten. So, wenn du da einmal so ein bisschen auch falsch rankommst, kann es mal passieren, dass du es weghaust. Deswegen lieber abkleben. Also das war jetzt schon eine richtige Schleife. Genau, das ist eine richtige Schleife. Also die nimmt wirklich richtig Klarlack gerade weg. Genau, also es ist jetzt nicht, dass du jetzt sagst, dass die jetzt 2-3 Mühe jetzt abgetragen hat, so schlimm ist es nicht. Aber wir werden es jetzt ja halt gleich sehen, wenn wir uns den Vergleich mal anschauen, was halt damit rausgegangen ist. Was ich persönlich auf jeden Fall schon wieder, was mir gleich aufgefallen ist, was ich auf jeden Fall komplett wieder verkackt hätte, ist, du hast ja so wenig Politur aufgetragen, dass in dem Moment, wo du, ich sag jetzt mal, fertig wurdest, eigentlich auch schon keine Politur mehr da war. Genau, weil es ist nicht so gesagt, viel hilft viel. Ja. Umso mehr du drauf machst, umso schneller sättigt sich das Pad natürlich. Ja. Und umso weniger Schleifwirkung hat das Pad darüber. Weil wenn das Pad sich immer mehr zusetzt, kann der Schaumstoff ja nichts mehr richtig aufnehmen, nichts mehr richtig abtragen. Gibt es eine bestimmte Schematik, nachdem du über das Seitenteil rüber gehst, oder ist das so Freihand-Erfahrung? Ja, es ist halt teilweise ist es halt Erfahrung, Routine. Also ich gehe meistens immer im Kreuzstrichverfahren, das bedeutet, du fährst halt so bis zum Ende, dann so und dann fängst du halt wieder so an. Und so fährst du halt dann 2, 3, 4 Gänge und guckst dann halt nach, wie es halt funktioniert. Muss man vielleicht mehr fahren, muss man halt immer auch ein bisschen ausprobieren, weil jeder Lack ist unterschiedlich, jedes Auto ist unterschiedlich. Also es ist jetzt auch nicht gesagt, sag mal, wenn wir jetzt hier noch einen grünen Golf 3 stehen hätten, dass der genauso funktioniert wie der. Ja, klar. Das ist halt immer unterschiedlich. Holst du damit auch noch Verunreinigungen aus dem Lack raus oder ist das rein nur schon zum Glattschleifen? Das ist eigentlich rein zum Glattschleifen, weil die Verunreinigung jetzt Teer, Flugrost, Baum, Kram, irgendwas, was halt da drauf ist, das haben wir halt im Vorfeld mit der Knete weggemacht. Weil jeder Wagen wird ja vor der Aufbereitung geknetet, damit er halt auch glatt ist. Knete, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist wirklich wie eine feste Knete, sage ich jetzt mal. Hol mal eine her, dann können Sie mal sehen. Genau, hol mal ein bisschen eine. Die ja wirklich über den nassen Lack richtig rüberzieht. Das genau. Ist Knete. Und die ziehst du wirklich über den nassen Lack richtig rüber? Genau, das machst du eigentlich rüber, ne? Praktisch gesehen, wie gesagt, du hast halt da extra so ein Gleitmittel für. Ah, okay, nicht einfach auf nassen Lack nach dem Waschen, sondern... Man kann es auch auf nassen Lack machen, geht auch. Problem ist halt, wenn das halt irgendwann antrocknet, dann machst du die halt richtige Spuren damit rein. Kannst auch wirklich Kratzer damit reinmachen. Deswegen habe ich immer so eine Flasche mit Gleitmittel, das ist nur Wasser und halt so ein Mittel dafür. Extra und sprühst du halt richtig großflächig ein. Da ist es halt wirklich die Devise, nicht viel hilft, also viel ist gut, weil umso trockener, umso beschissener.
Und wenn das halt richtig schön nass ist, dann merkst du, gleitet das auch schön rüber. Dann gehst du einfach da und machst dann halt schön den, fühlst halt ab und zu, okay, da ist noch was, da ist noch was. Du musst dann halt immer so ein bisschen zwischendurch mal vorsichtig mit rüber fühlen, mit den Fingerspitzen, wo halt vielleicht noch was ist. Kai erzählt das immer so, als wenn so ein Auto nur so einen halben Quadratmeter Fläche hat, ne? Das ist ja aber schon, wenn ich jetzt sehe, wie lange du schon brauchst, nur um den kleinen Punkt einen Schritt zu machen. Jetzt gehst du da ein paar Mal rüber, plus das ganze Auto kneten, nochmal ein bisschen fühlen, abkleben und so weiter. Wie lange sitzt du alleine nur an der Vorbereitung, also Handwäsche plus kneten? Es kommt immer darauf an, wie der Zustand ist. Also ich sag mal so gut 1 bis 1,5 Stunden mit Trocknen. Abkleben ungefähr, ja, auch natürlich immer je nachdem wie viel, kannst du halt auch nochmal manchmal eine halbe Stunde wirklich rechnen, wenn du jetzt viel hast zum Abkleben. Ich sag mal, so ein ganzes Auto, wenn du jetzt nur eine Stufe 1 machst, also das ist so gesehen die erste Stufe, die wir anbieten, da hängst du halt schon 5-6 Stunden mal dran, nur für außen. So, und wenn du dann halt große Autos hast, wie den gelben zum Beispiel, oder wo du jetzt halt viele Gänge fahren musst, kannst du halt tagelang dranhängen. Krass. Okay. Reicht der eine Durchgang? Bist du zufrieden? Oder? Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So ist es vorher. Also der Teil ist halt schon extrem zerkratzt so, ne? Ist das Waschstraße, ist das Handwäsche oder ist das einfach nur über die... Das ist alles zusammen. Alles zusammen, okay. Also du machst auch mit falscher Handwäsche, kannst du halt auch sehr, sehr viel Kratzer reinmachen. Gut, das wird halt... Bürstenwaschanlage sein, wahrscheinlich noch von damals. Die Bürsten in den SB-Boxen, vielleicht irgendwas mal mit dem Leder abgetrocknet. Es wird einfach alles zusammen sein. Der Detailer hat es bisher nach dem Waschen immer gerichtet. Ja, das habe ich, gemerkt. Er hat gut aufgepfercht. Ja, so. Ja, aber hier sieht man schön so die Kante. Ich will mal gucken, vielleicht kriegt René das ein bisschen eingefangen, wenn er von gerade drauf geht. Das ist natürlich bei Lack immer schwierig. Drück mal kurz auf den Lichtschalter, vielleicht sieht das dann besser. Ja, genau in der Tür da oben. Ja. Darf ich anmachen? Darf ich anmachen. So, also es sieht schon natürlich bedeutend besser aus. Ich würde jetzt aber nochmal einen Gang gehen, um zu gucken, dass wir halt noch ein bisschen mehr rauskriegen. Weil ein bisschen hat er halt noch, klar. Also wie gesagt, ich würde halt nochmal einen Gang jetzt fahren, um mal zu gucken, ob wir noch ein bisschen mehr rauskriegen. Das heißt, gleiche Pad? Genau, das Pad ist jetzt relativ neu. Also ich hatte halt im Vorfeld hier einmal schon mal damit was gemacht und jetzt hier halt hier nochmal. Also kannst du ein Pad schon... Also ein, zwei, drei Teile, je nachdem wie viele Gänge du halt fährst, kannst du das schon nehmen. Du merkst es halt, wenn es sich irgendwann zusetzt, wenn es halt nicht mehr so guten Abtrag hat oder wenn es halt anfängt zu spucken, dann ist es halt komplett voll. Mit dem einen Durchgang, das wäre jetzt Stufe 1, 2? Das wäre jetzt eine Stufe 2 gewesen. Wie gesagt, das ist halt, ob Stufe 2 oder 3, ist halt genau dieselbe Vorgehensweise, bloß jetzt halt nochmal 1, 2, 3, 4 mehr wäre halt dann die Stufe 3. Wenn du das Ganze gerade nicht für die Kamera machst, sondern im Auftrag, würdest du dann jetzt das ganze Seitenteil immer in einem Stückchen machen oder macht man das auch in einzelnen Parzellen? Also ich würde das Seitenteil, würde ich jetzt, wenn ich es jetzt nicht halt jetzt hier genau mal demonstrieren müsste, würde ich es Hälfte nehmen. Also ich würde jetzt den Bereich nehmen und den Bereich hier oben nehmen, weil ich das mit einem etwas kleineren Pad dann machen würde. Tür würde ich genauso auch halb machen, Kotflügel würde ich ganz machen. Da würde ich vielleicht in 3 oder 4 Schritten machen, das muss man dann halt sehen, wie gut es immer funktioniert. Okay, ja, ich will dich nicht weiter aufhalten. Ja, das ist halt wirklich fast nichts, was du da drauf machst. Ne? Ja gut, wie gesagt, du musst das Pad natürlich auch zu Anfang ein kleines bisschen auch, es muss ja auch was drinne sein. Ja, schon klar, aber... So, ich sag mal, wenn wir jetzt, sag ich mal, das Seitenteil fertig hätten und jetzt hier unten das fertig hätten, dann würde ich noch weniger nehmen, weil da halt ja schon Politur drin ist. So sieht es besser aus.
schon viele Kratzer raus. Ne? Ja, du siehst vorher. Gibt es noch Schleifpasten, die noch krasser sind, also die noch gröber sind? Ja, also es gibt klar einmal Pasten, die halt aggressiver noch sind. Dann kannst du das Schaumstoffpad durch ein Lammfell zum Beispiel ersetzen. Mhm. Das ist auch noch aggressiver. Ah. Wobei ich da aber eher so ein bisschen der Freund davon bin, lieber ein, zwei Gänge mit einem normalen Pad und einer etwas nicht ganz so krassen Politur zu fahren. Weil umso stärker die Politur, umso stärker halt das Pad, also halt ein Lammfell oder sowas, umso schneller kannst du dir auch Riefen reinmachen. Mhm. Weil halt klar, du hast halt immer mehr Hitzeentwicklung da drin in der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, umso härter es ist, kannst du auch mal schnell eine Riefe reinmachen. Das heißt, wir sind jetzt bei Stufe 3 angekommen. Das wäre jetzt eine Stufe 3, genau. Das heißt, das fast kraftfahrfrei. 80-95%. Also man muss es halt wirklich sehen. Es geht halt nicht immer natürlich alles, das ist ganz klar. Wie geht's weiter? Ich würde jetzt den Bereich einfach, den wir jetzt hier fertig haben, also mit der Rota fertig haben, jetzt Finish machen, also mit Hochglanz. Das war halt die Hologramme, die jetzt noch drin sind, rausmachen. Und dann müsste jetzt eigentlich der ganze Wagen weitergemacht werden und dann würde ein Wachs drauf kommen. Wie funktioniert diese Anti-Hologramm-Paste oder Politur? Das machst du mit dem Accenter, also die Rotation oder die Rotationsmaschine dreht ja den Teller praktisch gesehen einfach nur halt ganz normal. Und die Accenter-Maschine, die schwabbelt ja so ein bisschen, die dreht so, aber eiert ja dann auch noch so ein bisschen, kennt man ja, wie es funktioniert. Das machst du einfach in Verbindung, oder mache ich immer in Verbindung mit einem weichen Pad. Also nicht ein ganz, ganz weiches Pad, sondern so ein etwas mittlerer, das sind so weiße Pads sind das. Die Anti-Hologramm ist halt eine Paste, die halt relativ oder eigentlich gar keine großartige Schleifwirkung hat. Mhm. Das ist halt wirklich eine Finish-Paste, dass du halt. Das heißt, die Paste mit dem Winkelschleifer würde nichts bringen. Wir brauchen schon einen Exzenterschleifer. Du kannst es auch mit einer Rotationsmaschine hologrammfrei fahren, das geht. Ist bei der Rotationsmaschine aber etwas schwieriger, weil beim Extender ist es wirklich so, da musst du dir nicht so extrem viel Gedanken machen, wie halte ich jetzt gerade das Pad, muss ich da ein bisschen höher oder so. Mit dem Extender geht es halt einfacher und natürlich auch schneller. So. Da muss man halt auch immer natürlich drauf gucken. Klar, es führen viele Wege zum Ziel. Aber ich muss halt natürlich auch sehen, weil es ja halt mein Beruf ist, ich kann jetzt auch nicht eine Woche an so einem Auto hängen. Das bezahlt keiner. Deswegen das Ergebnis wird ja das gleiche. Und auch bei, ich glaube, die Farbe ist ja auch noch relativ stressfrei, ne? Ja, also das Gute ist halt, es ist ein alter Lack. Es ist ein alter VW-Lack. Er ist komplett ausgehärtet. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine auf Wasser basierende Lackierung, so wie du das jetzt von den heutigen neuen Autos kennst. Weil wenn ich mir überlege, Limo, Uni Schwarz, was wir da so dann umgeschliffen haben. Ja gut, Uni Schwarz ist... ist halt schon natürlich schlimm. Also Metallic, Perleffekt ist immer angenehmer zu bearbeiten als die Unilock. Gefühlt dreht die auf jeden Fall schon mal schneller auf, ne? Ja, die hat eine ganze Zeit mehr Geschwindigkeit. Das, was ich jetzt mit der Rotation gefahren hatte, das waren so 900 bis 1000 Umdrehungen. Das müssten jetzt irgendwo so 2,2 ungefähr gewesen sein, 2,2,2. Wie viele Autos schaffst du mit so einem Teller? Mit einem Pad schaffst du ungefähr, sag ich mal, oder würde ich jetzt Anti-Hologramm machen, ein halbes Auto. Halbes Auto? Halbes Auto. Kann man die irgendwie waschen oder? Ja, ja klar, die kann man waschen. Ja, klar, die wäscht du das. Das wäre sonst ganz schön teuer. Dachte schon, ja. Nein, die wäscht du. Also es kommt halt immer natürlich auf die Größe an. Wie gesagt, ich würde jetzt für den hier, für Anti-Hologramm, würde ich jetzt so zwei bis drei Pads einplanen. Große und nochmal so, weil der relativ viel musst du mit der kleinen hier machen, also mit der kleinen Maschine und kleinen Pad, auch nochmal so zwei, drei kleine Pads. Das heißt, auch hier ist wirklich Sauberkeit schon Priorität so ungefähr, ne? Klar, du kannst auch mit einem Auto mit einem Pad 5-6 Autos machen, das ist kein Problem, das geht. Das erste wird gut, das zweite wird und das wird dann halt immer so weitergehen. Ja, also, klar. Umso voller die Pads sind, umso mehr Dreck ist natürlich drin und umso weniger kriegst du natürlich einen Kratzer mit raus. Hier reicht jetzt ein Durchgang, oder? Das werden wir jetzt sehen, aber eigentlich reicht ein Durchgang, weil dadurch, dass ich ja relativ langsam mit der Rotation gefahren bin, hast du kaum Hologramme drin gehabt. Das ist jetzt halt nur noch mal
um halt sicher zu gehen, dass du halt wirklich alle raus hast. Ja, krass ist auf jeden Fall schon mal, wie grün das Auto gleich wieder wird, ne? So. Ja. Das wird so ein richtiges, tiefes Grün wieder, ne? Ja, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ja. Richtig krasser Metallic-Klaxon, ne? Ja, siehst du auch wirklich, dass ein Metallic-Auto ist. Ja. Also wie gesagt, das wäre jetzt... Grün-Grau wird, wird Grün-Metallic. Ja. Also so wäre jetzt die Vorgehensweise, oder würde ich jetzt das ganze Auto so jetzt weitermachen. Das ist jetzt soweit fertig, was das Polieren angeht. Da würde halt jetzt, wie gesagt, ich würde halt jetzt gerne einen Wachs auftragen, um halt hier noch mal ein bisschen noch mehr Glanz rauszuholen. Wachs auftragen heißt, was müssen sich die Zuschauer darunter vorstellen? Ich kann das mal kurz sagen, wir können das einfach. Der muss auch einwirken, oder? Ja, die müssen ein bisschen ablüften. Und dann wird er auch ganz poliert am Ende. Genau, dann wischt das einfach alles gut nach. Ja, diese Fahrzeugaufbereitung, das ist schon immer so eine Wissenschaft. Für sich. Da muss man auch irgendwie geboren für sein, ne? Um so stundenlang so ein Auto zu polieren. Ja, da musst du Bock drauf haben. Also das, ich sag mal, viele verstehen das immer nicht, die sagen immer so, ja, das ist doch nicht schön, das dauert doch nicht lange, geht man einmal rüber, dann ist das fertig. Das ist es auch nicht. Ja. Also, du hängst manchmal wirklich tagelang an so einem Auto und bist dann verzweifelt. Ist halt so. Also mir macht das Spaß, macht das schon jahrelang, deswegen aber. Ich habe da kein Problem mit. Das ist halt einfach so eine Wachskonsistenz. Dann gehst du halt immer mit diesen Auftragepads. Wachs heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Art Keramikversiegelung oder irgendwie sowas? Nein, nein, so das ist keine Keramik- oder Quarzflüssigglas, was ich jetzt beim Kombi oder so drauf gemacht hatte bei dir oder was ich sonst halt viel verwende. Können wir jetzt hier auch machen, klar, ist kein Problem. Bloß das Wachs hat nochmal ein bisschen anderen Glanz. Es ist halt ein schöner Nassglanz, nicht so ein extremer Spiegelglanz. Mhm. Finde ich jetzt hier gerade bei so einem alten Auto, bei so einem alten Lack, da jetzt auch nicht so extrem viel bewegt wird, finde ich das immer ganz schön, auch mal ein Wachs zu verwenden. Wie lange hält so ein Wachs da drauf? Es kommt drauf an, also das hier hält relativ lange, ich sag mal, da kommst du so auf 3 Monate, 4 Monate Standzeit ungefähr. Das ist schon, für einen Wachs ist das schon nicht verkehrt, also es gibt viele Wachse, die sind nach 2, 3, 4 Wochen platt. Sind halt so reine Showwachse, glänzen nochmal einen Ticken mehr, aber irgendwann siehst du den Unterschied auch nicht mehr so wirklich. Deswegen, also das, wenn du das jetzt auch mit dem Detailer nachpflegst, kommst du auch auf ein halbes Jahr Standzeit. Ja. Und dann, wie gesagt, machst du halt einfach hier so ein bisschen von drauf, das ist halt schön benetzt, das alles. Und dann, es gibt viele Varianten, entweder kannst du es jetzt so kreisend auftragen oder kannst es geradlinig auftragen. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie er halt damit am besten klarkommt. Aber auch wieder nur ganz wenig, ne? Ja, da ist halt auch die Devise wieder, weniger ist mehr. Das ist halt hier auch nicht viel, hilft viel, weil du musst es dir so vorstellen, der Lack ist ja nicht eben. So, das ist ja wie ein Berg und Tal. So, und du füllst ja jetzt nur diese Zwischenräume damit auf, dass du den halt dadurch glättest. Und dadurch entsteht ja auch der Abperleffekt. So, wenn ich jetzt hier, das Wachs geht relativ gut runter, es gibt manche Wachse, gerade so Billigwachse, die gehen halt relativ schwer auch manchmal runter. Wenn ich da jetzt eine halbe Dose auf so ein Auto auftrage, reibe ich mir einen Wolf und reibe wahrscheinlich noch mehr Kratzer wieder rein, als ich rausgemacht habe. Deswegen also da, gerade bei Wachsen genau arbeiten, deckend arbeiten. Man kann auch beim Wachs ruhig 2 Schichten machen, das bringt jetzt nicht so viel. So ist man sich aber sicher, dass man wirklich 100% Deckung hat. Und das war's. Bloß nicht zu dick auftragen. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß, ich habe Kai auch schon mal so ein paar Autos gebracht, die so etliche Schichten drauf hatten. Ne? Und dann bist du erstmal damit beschäftigt, das ganze Zeug überhaupt erstmal wieder runterzukriegen. Ne? Ja, das ist halt immer meistens das Schlimmste. Ich sag mal, wenn die Leute an ihren Autos nichts machen, es ist manchmal, oder es ist eigentlich immer am besten, wenn die wirklich nur, die Autos nur Waschstraße gefahren sind und da wirklich nie irgendwie was großartig dran gemacht wurde. Weil am schlimmsten sind eigentlich die Autos, wenn die Leute selber irgendwas dran gemacht haben, da vielleicht einen Anwenderfehler gemacht haben, weil sie es nicht wussten oder es halt falsch erklärt wurde oder so. Das ist, passiert jedem, mein Gott, das ist ja auch nicht tragisch.
oder halt irgendwelche Fernost-Billig-Sachen oder aus dem Baumarkt irgendwas genommen haben halt auch richtig draufgehauen haben. Manche Sachen kriegst du echt sauschwer runter. Dann hängst du denn und kriegst du wirklich auch die Krise irgendwann, weil es halt einfach nicht funktioniert, das Auto. Den müssen wir jetzt ablüften lassen, sagt es ja? Genau, das lassen wir jetzt ein bisschen ablüften. Normalerweise würde ich jetzt die ganze Seite einschmieren und dann halt bei der ersten Stelle wieder anfangen. Das würde ich jetzt so ein, zwei Minuten noch ungefähr drauf lassen und dann kann man das auch langsam wieder abwischen. Mhm. Cool. Ja, Kai macht das Auto noch fertig bis Samstag. Genau. Ihr könnt euch den Golf hier angucken. Wann geht's los? 13 Uhr? 13 Uhr geht's los. 13 Uhr geht's los. Wir sind auf jeden Fall auch vor Ort. Ich bin gespannt. Wird bestimmt ganz cool. Ja, das wird schon laufen. Ich hoffe, es wird nicht zu voll jetzt. Schauen wir mal. Also sind wir noch da. Wir sind ja eh nicht das letzte Mal hier. Wir haben ja noch so ein paar Projekte vor uns, die wir auf jeden Fall nochmal angehen werden. Auch gerade nochmal so dieses Kneten, glaube ich, ist auch recht interessant, das Reinigen von dem Lack. Mhm. Das können wir auf jeden Fall in einem Projekt auch nochmal zeigen. Ja. Ja, dann cool, dass du dir Zeit genommen hast, so kurz vor dem Wochenende noch. Kein Problem, gerne. Und wir sehen uns am Samstag. Progression is all that I wanted, a foe in affection, I summon and dub it.